den, weil ich nicht viel drüber sagen kann. Weiß gar nicht so viel über den anderen Verein. Aber hab nie was Schlechtes und nie was Gutes drüber gehört. Gut, weil ich jetzt natürlich auch mal bei TB gespielt habe, würde ich jetzt, hätte ich fast den hier genommen. Weil Spaß gemacht hat es mir schon, auch mit den Jungs, weil ich auch noch mit einigen Spielern in Kontakt bin, wenn sie dann irgendwann mal antworten, nach einer Woche oder so. Aber war witzig, hat viel Spaß gemacht, bin mit Jungs in Kontakt, aber ja, wie so ist im Fußball, gibt es immer wieder ein neues Kapitel. Daher hat sich das auch erledigt, gibt es jetzt einen neuen Verein. Das heißt meine neue Liebe, denke ich, ja. Von daher kann man den, ach guck mal, den kann man sogar beim Spiel vielleicht noch sogar nehmen. Nee, auch da macht super viel Spaß. Einiges miterlebt dieses Jahr. Ich habe schon gedacht, ich habe viel erlebt, aber in meinem Alter kann man auch nur eine miterleben. Von daher nehme ich den auch. Ja, den kannst du mir gleich geben. Ich denke, die mich kennen, die wissen, dass ich jetzt seit mehr als 6 Jahren bei TB spiele und dementsprechend habe ich natürlich auch eine Liebe zum Verein entwickelt und da ist das der passendste Emoji zu. Immer was los in der Kabine, auch dank unseres DJs Faruk Şentürk oder Şentürk. Ja, macht riesen Spaß mit der Truppe. Wie schon im letzten Jahr, wie Stefan gerade gesagt hat, haben wir bei TB immer eine angenehme Atmosphäre in der Kabine. Viel Spaß miteinander, deswegen der hier. Ja, das ist ein Ding. Würde man den hier nehmen? Wir haben auch einige Clowns bei uns in der Truppe. Ja. So, einige sind dann nicht ganz so witzig, die anderen schon. Von daher macht auch immer Spaß. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber trotzdem. Steht der Spaß im Vordergrund, man sollte nicht vergessen, was man da immer macht. Man muss nicht im Büro sitzen, von daher der hier. Du bist dran. Ich fange an. Da würde ich einfach mal sagen, das ist. Ja. Ich würde den hier nehmen, weil. Gab hier und da, wie man vielleicht der eine oder andere mitgekriegt hat, auch eine Situation, da haben wahrscheinlich alle so geguckt. Wurde dann irgendwann wieder besser. Und dann haben sie wahrscheinlich genauso geguckt, weil alle gedacht haben, wir sind abgeschrieben, dass wir dann doch ins Pokalfinale kommen und noch zumindest einen richtig guten Start in die Rückrunde hingelegt haben. Dann hatten wir es nicht mal ganz so gut gemacht, aber in den letzten Spielen spielen wir wieder besser, obwohl noch nicht ganz die Ergebnisse da sind. Aber ich glaube, das Ding passt ganz gut, sowohl zum einen als im November. Das hieß, es ist kein Geld da, aber zum anderen auch in der Rückrunde, dass man so guckt, wie toll wir das trotzdem eigentlich noch alle gemacht haben. Oh, ich verstoße mal gegen die Regel und nehme 2. Das ist der für die aktuelle Saison. Ich denke, wir können mit der sportlichen Leistung sehr zufrieden sein. Sowohl das Pokalfinale erreicht, als auch in der Liga noch recht weit oben und mit allen Chancen zum Aufstieg. Und das ist dann der Emoji, der fürs Ende der Saison steht. Mit hoffentlich dem Pokal und dem Aufstieg in unseren Händen. Was für ein Pokal? Ja, wieder der hier. Allerdings müssten die Sterne mit einem Dollarzeichen ausgewechselt werden. Er ist der strengste Kassenwart, den wir je hatten. Aber super Typ. Also ich kann nur Gutes über Stefan sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich konnte viel von ihm lernen, er hatte viel Erfahrung im Fußball schon sammeln können, die hat er mir bei uns reingebracht damals und auch neben dem Platz haben wir uns oft ja, gut verstanden. So, dann, ich habe überlegt, der hier, naja, wie wir vorhin schon hatten, erstens immer ein fröhlicher Typ. Zweitens freue ich mich, dass er dann noch bald Vater wird, ne? Ist ja auch immer was Schönes. Von daher hatten wir letztes Jahr wirklich viel Spaß. Ich hoffe im Pokalfinale, zwar werden wir uns auf dem Platz wahrscheinlich nicht so häufig begegnen, aber werden wir auch viel Spaß miteinander haben. Und ja, wie gesagt, war alles sehr witzig, hat viel Spaß gemacht und ja, von daher der hier, ich hoffe, Kind wird dann auch gesund zur Welt kommen. Dankeschön.
nehme ich den. Ich verwende den Emoji immer, wenn ich sagen will, das habe ich doch gesagt. Und wir sind früh in Rückstand geraten, haben uns davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und wussten am Ende, der Trainer hat es gesagt, wenn wir ins Elferschießen kommen, gewinnen wir das auch. Deswegen diesen Emoji, weil wir von Anfang an wussten, was da auf uns zukommt. Ist okay, der Trainer sitzt mit hier, alles klar. So, ich würde einfach mal den hier nehmen. Und zwar, weil wir die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Dann mussten wir ein bisschen lauter werden und dann wurden wir immer stärker hinten raus. Meiner Meinung nach auch verdient gewonnen, aufgrund der zweiten Halbzeit und auch der Verlängerung, dass wir da mehr Power, mehr Kraft hatten. Dann hatten wir auch mehr Willen. Wir wollten es einfach mehr und daher würde ich sagen, den hier. Soll ich anfangen? Ja, also zu der Uhrzeit fällt mir nur das hier ein. Also 10.30 Uhr, in der Jugend teilweise später gespielt, aber ist nun mal so. Von daher, die Uhrzeit ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass alle Spieler wach sind auf beiden Seiten, dass es ein spannendes Spiel wird und dann hoffen wir, am Ende sehen die Zuschauer so aus, weil sie alle ein tolles Spiel gesehen haben. Dann nehme ich wieder den Freund mit den zwei Herzen als Augen, weil wir uns einfach richtig doll auf das Spiel freuen. Und dann ist es halt mal ein bisschen früher. Wir waren auch nicht so erfreut über die Anstoßzeit, aber was soll man machen? Deswegen, der wird uns Glück bringen. Ja, nehme ich wieder zwei. Erstens habe ich ihn gerade mal ganz kurz tragen müssen. Der ist ganz schön schwer, deswegen der hier. Aber ich glaube, wenn man diesen Pokal in der Hand hat, dann werden die Augen wirklich so ähnlich aussehen wie bei diesem Emoji. Dann vergisst man alles um sich herum und freut sich einfach mit der Truppe, diesen Sieg zu feiern und den Pokal zu präsentieren. Ja, so. Wird wahrscheinlich dann auch so aussehen. Wird mich dann wahrscheinlich freuen. Weil dann schon auch eine sehr intensive Saison war, die dann hoffentlich mit noch einem Erfolgserlebnis gekrönt wird. Und dann ziehe ich mir gerne irgendeinen Papput auf und feiere dann ein bisschen nach der doch anstrengenden Saison. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Aufgaben vor uns und dann hoffe ich, dass am Ende der hier dann rauskommt. Ja, oder der hier, weil der ist ganz schön groß, der Pokal, da kann man viel draus trinken. Der ist vielleicht wird es dann auch der am Ende des Abends, man weiß es nicht.